Oh Mann, ich wohne in einer Höhle und mir ist echt kalt. Hey, ich wohne in einem richtig coolen Haus und mir geht es voll in Ordnung. Hey, ich wohne in einer absoluten Villa mit Pool und ich bin richtig reich. Ja, meine werten Damen und Herren, darum geht es in diesem Spiel. Wie Sie sehen, hat dieser eine Typ hier einen Topf auf dem Kopf und wir müssen mit ihm ein paar Ründchen laufen und dementsprechend die Kohle einsammeln. Also, wir dürfen nur die Kohle einsammeln, das ist wichtig. Und wir investieren in das Telefon und... Oh nein, wir haben Geld verloren durch unser Investment. Okay, das bedeutet, Leute, wir müssen immer in richtige Sachen investieren, um dementsprechend in diesem Spiel reich zu werden, ne? Und gerade eben habe ich leider ins Telefon investiert und leider hat das Telefon kein Geld gebracht und deswegen haben wir da weniger Geld bekommen. Okay, ihr versteht jetzt circa, wie das Spiel funktioniert. Ich muss jetzt tatsächlich versuchen, weiterzukommen. Ich kann hier zum Beispiel Start Cash und Idle Income ein bisschen höher machen, ne? Hier habe ich tatsächlich die Möglichkeit, eine Insel zu kaufen, ne? Aber das können wir noch nicht, weil wir nämlich noch kein Geld haben. Und hier können wir, glaube ich, entscheiden, ob wir ein Mädel oder ein Junge sind. Okay, wir spielen einfach mal den Jungen und dann nächste Runde einfach mal das Mädel. Dann haben wir beide schon mal gespielt. So, und dann haben wir hier ein bisschen Geld schon mal eingesammelt und investieren in TikTok. Oh yeah! Geht TikTok nach oben? TikTok ging 237% nach oben. Dementsprechend haben wir jetzt deutlich mehr Geld, holen uns den Koffer noch mit rein und haben ordentlich viel Geld mitgenommen. So viel Geld, dass wir fast diesen einen goldenen Helikopter erreicht haben. Nicht übel. Okay, das sieht schon mal ganz, ganz cool aus. Wir haben jetzt auf jeden Fall $535 in unserer Tasche, yo. Damit können wir unser Start-Cash oder unser Idle-Income, unser Start-Cash mal ein bisschen upgraden, ne? Damit haben wir immer mal ein bisschen Geld in der Tasche, wenn wir anfangen und können dann hier nochmal ein bisschen was dazu verdienen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, shake, 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 shake. Und hier investieren wir in Facebook. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl! Okay, schönes Ding. Da haben wir in Facebook rein investiert und haben dann dementsprechend... Aua! Sind ein bisschen auf kleine Piekser draufgelaufen, aber haben jetzt nochmal ordentlich was verdient. 2 mal 3 mal 4 und haben wieder $352 in unser Sparschwein gesteckt. Klasse. Okay, wir investieren weiter. Es geht weiter. Hier gibt es wieder diese Geldkoffer. Dann nehmen wir 1, 2, 3 mit. Ganz hart shaken, ne? Das sind so drei Typen, die uns einfach Geld klauen. Oh Mist. Wir investieren in Solarenergie. So, in Solar. Oh yeah! Solar geht nach oben, ne? Besser als Kohle. Kohle ist stinkig. Und Uber dürfte möglicherweise besser sein als ein Taxi. Deswegen investieren wir da nochmal rein. Uber ist eine App, die so ähnlich ist wie ein Taxi. Und wir haben sogar einen Zylinder an. Und vielleicht schaffen wir es sogar direkt zu diesem... Oh, oh, what? Zu diesem heftigen Helikopter, der uns auf eine Insel bringt. Und wir sind jetzt einfach auf einer privaten Insel und haben jetzt 3.100 in unserem Sparschwein und können uns hier tatsächlich sogar eine Lehne kaufen. Nun gut, kaufen wir sie halt. Oh yeah! Damit haben wir jetzt ein paar Liegestühle auf unserer Privatinsel. Unglaublich, wie schnell das gehen kann. Da haben wir auf jeden Fall eine coole Sache gemacht. So, wir gehen mal weiter und werden uns mal ein bisschen mehr Start-Cash einfach mal herholen und dementsprechend einfach mal hier auch nochmal ein bisschen mehr Geld hier herholen. Oh, jetzt sliden wir hier tatsächlich runter. Nehmen nochmal den Schlüssel mit und dann hier nochmal zack, schnell investieren in Google Chrome und bloß nicht in Internet Explorer. Der ist nämlich so langsam, da hat keiner Bock drauf. Und wir gehen weiter. Fahren hier das Ding runter. Zack. Oh Mann. Da habe ich gerade eben einfach alle verpasst. So. Und dann können wir hier nochmal mal 2 mal 3 und ganz knapp mal 4 bekommen. Ordentlich. So. Es geht mal wieder an die Kisten. Der Bestpreis ist eine Topfpflanze und die brauche ich. Oben links, in der Mitte und unten links. Nein. Schade. Sehr, sehr schade. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich bekomme da ein bisschen mehr. Aber 739 Cash, schon nicht schlecht. Alter, die Topfpflanze kostet einfach 1000 und das Boot hier kostet 50.000. Wie sollen wir nur 50.000 mehr bekommen? Meine Güte. Oha, krass, neues Level. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was das Ganze hier mit sich bringt. Nehmen mal hier das ganze Geld mit. Hier gibt es Geldsäcke. Okay, man kann diese Geldsäcke kicken. Oh, wir investieren in Bitcoin. Mal gucken, ob Bitcoin hochgeht. Jawohl!
geil. Bitcoin ist hochgegangen. Wir nehmen hier alle drei Säcke Geld mit. Aber leider haben wir sie zur Seite gestoßen. Bloß nicht auf die Pixar drauf gehen. Und schön hier drauf gedrückt. Zack. Sind wir bei wie viel gelandet? $451. Wahnsinn. Dieses Spiel ist unglaublich. Top-Pflanze für 1000. Ich bin dabei. Wo ist sie? Da vorne. Wow. Okay. Das heißt also, wir haben uns jetzt für unsere Insel noch eine Top-Pflanze für $1000 gekauft. Ob das wirklich eine gute Investition war? Keine Ahnung. So, wir gehen weiter. Wir müssen hier wieder ein paar Dollar-Runis einsammeln. Es ist viel Geld hier auf der Straße. Wir können zack hier zur Seite gehen. Und dann müssen wir in Marvel oder in DC gehen. Marvel ist tatsächlich ja ganz okay gewesen. Okay, DC hat Batman gemacht. Marvel hat Spider-Man und ganz viele andere. Oh nein! Da bin ich außerdem den Weg des Geldes gegangen. Hab ganz schön viel Geld verloren. Oh Mist, okay. Das war jetzt gerade gar nicht mal so eine gute Runde. Mal 2, mal 3, mal 4, ganz knapp. Oh, was? Als nächstes kommt da einfach eine riesige Rakete. Oh, crazy. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall uns nochmal ein bisschen anstrengen, weil ich hätte schon mal Bock, mit der riesigen Rakete zu fliegen. So, dann gehen wir weiter und gucken mal, was jetzt hier abgeht. Wir investieren in Strickpullover, in Bademode, in Strickpullover. Nein! Ich habe einfach jetzt falsch investiert. Okay, das war gerade echt mies, Mann. Okay, so. In Yahoo oder in Google. Wir investieren auf jeden Fall in Google. Jawoll! Ordentliches Ding. So, dann haben wir hier nochmal Geld in der Mitte. Easy going. Wir investieren wieder in Bitcoin. Komm schon, Bitcoin. Jawoll! Ordentliches Ding. Oh mein Gott, wir sind wieder reich geworden durch Bitcoin. Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5. Und wir gehen zur Rakete. Oh, ist die schnell geflogen. Boah, war das schnell gerade. Okay, ein Sonnenschirm. Oben links. Ja, ich hab ihn. Oh, jawoll. Oh, ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut. Okay, und dann nochmal in der Mitte und unten links. Ihr kennt das Spiel. Leute, ich habe den Sonnenschirm gewonnen. Der hat mich so viel sonst gekostet. So, jetzt kaufen wir hier noch ein paar Scheinwerfer. Oh yeah, die scheinen da dann nachts sozusagen um unser Haus herum. Oh yeah, was eine heftige Bude wir uns da aufbauen. Das ist schon sehr nice. So, wir gehen weiter. Es geht wieder weiter. Auf jeden Fall hier die Schlüssel mitnehmen, springen. Den Geldkoffer mitnehmen, sondern hier, zack, NASA oder SpaceX. SpaceX investieren wir. Das sind dementsprechend die gerade so viele Satelliten hochschießen, ne? Da kann man auf jeden Fall rein investieren. So. Okay, da ist er wieder, der gute alte Bitcoin. Oh, yeah. Oh, wir sind wieder reich geworden, Leute. Durch SpaceX und durch Bitcoin. Ich kann euch sagen, Leute, im echten Leben ist es in keinster Weise so, dass man mit so einem goldenen Motorrad durchs Geld durchfliegt. Das wird, glaube ich, niemals passieren. Oh nein, und soweit ich mitbekommen habe, ist Bitcoin eigentlich abgestürzt. Naja, in diesem Spiel macht Bitcoin immer viel Geld. Also nehmen wir Bitcoin. So, ist mir eigentlich auch egal. So, wir nehmen hier wieder ein bisschen Geld mit. Easy going. Wir nehmen hier, zack. Oh nein. Was ist denn da passiert? Ich bin über den großen Teppich drüber gefahren. Chuck E. Cheese oder McDonald's? Wir nehmen McDonald's. Ich denke, McDonald's geht's gut. Ja, die sind bei 168%. Chuck E. Cheese ist so eine andere Fastfood-Marke. Die gibt es in Amerika tatsächlich. Falls ihr die nicht kennt, ich war da einmal drin. Das ist gar nicht so nice. Also McDonald's ist schon besser so. Oh yeah. Und da haben wir wieder den goldenen Helikopter. So, der Helikopter ist mit am besten. Oh, da habe ich einfach alles mitgenommen. Schönes Ding. So, das kommt jetzt nochmal ins Sparschweinle mit rein. Und wir holen uns nochmal eine goldene Hundehütte. Nice, da ist sie ja. Okay, das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Zum Glück haben wir in McDonald's investiert, ja. Und haben da dementsprechend auch ein bisschen Gewinn gemacht. So, da geht's jetzt weiter. Wir investieren mal mehr in Starter-Cash, so, damit wir da ein bisschen mehr haben, ne. Okay, jetzt müssen wir hier rüberspringen. Zack, dieses Teil da mitnehmen. Nach rechts ziehen. Dann hier sliden wir wieder runter. Ui, da. Oh nein, wir sind am Safe vorbei. Nein. Hotel oder Airbnb? Airbnb! Jawohl! Airbnb wächst! Ja! Okay, nice. 72% plus. Ich gehe den sicheren Weg. Hab leider den Schlüssel aber liegen lassen.
der linken Seite ist auf jeden Fall hier der kleine Geldkoffer gewesen, ne? Und wir schaffen es wahrscheinlich bis auf Treppenstufe 3. Oh, aber leider nicht die Rakete erwischt. Wir hätten es eigentlich schaffen können. Oben links, in der Mitte. Ja, es funktioniert immer wieder. Alright. So, und damit haben wir jetzt tatsächlich einen kleinen dekorativen Baum bekommen. Ob der wirklich so viel wert ist, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben ihn auf jeden Fall für unsere Insel. Toll, oder? Ich glaube, die dürfte eigentlich bald auch gezeigt werden. Oder vielleicht auch nicht. So, wir investieren wieder ein bisschen in Starter Cash und machen hier mal wieder den Tornado. So, dann da nochmal ein bisschen Geld. So, hier, zack, zack. Oh, da jetzt auf jeden Fall ausweichen. So, jetzt hier wieder ganz entspannt in Uber investieren. So, Uber, Uber, Uber. 154%. Nice, nice, nice. Dann hier, oh, ganz knapp vorbei. So, ah, Mist, das war eine schade Schokolade-Geschichte. Da mussten wir gerade das Minus nehmen. So, jetzt natürlich wieder ordentlich zum Schluss nochmal in TikTok investieren. Der geht nochmal auf 200% hoch. Junge. Okay, der Geldstapel ist wirklich sehr hoch und da fliegen wir gleich ganz entspannt mit der Rakete. So, die ist natürlich ganz schnell. Oh, es ist immer so schwer mit der Rakete. Mit dem Helikopter ist es mit am besten immer. Aber das war eine gute Runde. Da haben wir 3.800 Gold. Damit können wir uns eine Palme kaufen. Oh, sogar mehrere. Drei. Für drei Palmen hat das Geld gereicht. Jawohl. Komm, spiel mal das Mädchen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn man als Mädchen reich wird. So, dann können wir hier mal das Geld nochmal mitnehmen. So, die bekommt so einen lila Anzug. Okay. Wir springen hier rein. Ronaldo oder Messi? Messi! Komm schon, Messi! Nein! Ronaldo hat gewonnen. Wir hätten tatsächlich auf Ronaldo tippen können. Haben wir aber leider nicht. Wir gehen hier wieder weiter. Zack, nochmal ein bisschen das Geld hier mitgenommen. Dann hier, zack, vorbeisliden. Weg an den Minuszahlen. Wir gehen weiter. Okay, wir sind jetzt tatsächlich eine Businesswoman geworden und haben jetzt einen blauen Anzug, einen blauen Overall Blazer. Oh, ein Hund gibt's zu gewinnen. Oben links. In der Mitte. Ja! Voll! Nice! Warum hat er keine Augen? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben ihn gewonnen. Hä? Und wie kriegen wir eigentlich diesen Hund jetzt? Also kann man den einfach auf die Insel stellen? Oder wie funktioniert das? 6.000 brauchen wir fürs Tor. Können wir uns leider nicht leisten. Aber beim nächsten Mal bestimmt. Ich möchte gerne sehen, wie die Frau aussieht, wenn sie richtig reich ist. Ob sie da so ein Prinzessinnenkleid oder was weiß ich trägt. So, wir sammeln mal unser Geld, damit wir da ein bisschen mehr haben. Ne? So, und dann sammeln wir mal hier die Kohle ein. Oh yeah. Wir sind jetzt schon in unserem blauen Blazer unterwegs. Sehr nice. Nehmen hier nochmal ein bisschen die ganzen Sachen mit. Schön an den Typen da vorbei. In Ford oder in Tesla. Wir investieren in Tesla und gehen hoch auf 132%. Ordentliche Sache. Es sieht ganz so aus, als ob wir nochmal in Uber rein investieren. Jawohl, 200% plus. Und dann nochmal haben wir eigentlich hier das reichste Outfit in grün erreicht und dürfen jetzt als Frau sogar den goldenen Helikopter nochmal erreichen. Ne? Damit haben wir beide Charaktere tatsächlich jetzt mal freigeschaltet und sehen alle Outfits. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, mit diesem Cash können wir jetzt tatsächlich nochmal ein neues Haus oder sowas kaufen. Kann es sein? Nein, es wird uns wieder nichts angeboten. Sag mal, war da eigentlich gerade unser Hund? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen mal weiter. Wir sind hier in Las Vegas. Wir sind auf einer Las Vegas-Map gelandet. Okay, Leute. Oh nein, ich wurde vom Geld getrieben. Okay, wir investieren in Stromautos. Elektronische Autos. Jawohl! 206% plus sind wir hochgegangen. Zum Glück haben wir in elektronische Autos investiert. Oh nein, wir haben einfach gerade an einem Automaten 15.000 verloren. Wir investieren wieder in Sonne. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Spielenautomaten dementsprechend nehmen. Sind aber jetzt zum Glück nochmal reich geworden. Ne? Mann, obwohl wir da gerade tatsächlich sogar Glücksspiel betrieben haben, haben wir tatsächlich das Level komplett durchspielen können. Jawohl, da bin ich gerade ordentlich durchgekommen. Und wir haben jetzt übrigens 10.000. Und damit können wir uns ein goldenes Tor kaufen. Nice. Sieht schon cool aus. Das sind Steuern. Steuern müssen wir ausweichen. Oh nein. So, Steuern müssen wir ausweichen. Das sind 20%. Da müssen wir weg. Wir investieren wieder in Marvel. Ja? Marvel hat da tatsächlich, zack, 85% plus. Ist in Ordnung. Wir sind jetzt überall so kleine Spielkarten noch unterwegs. Zack, das Geld mitnehmen. Und wieder in die Mitte rein. Und dann da vorne ausweichen. Da ist wieder eine Frau, die uns dementsprechend unser Geld klauen möchte. Das müssen wir natürlich verhindern.
zack, hier schön da bleiben. Wir investieren wieder in Facebook, okay? Schöne Facebook rein investiert. Ordentliche Sache. Und sind damit jetzt wieder richy rich und können dann dementsprechend mit dem goldenen Motorrad wieder weiter. Okay, let's go. Oh, mit dem Motorrad ist es so schwierig, was zu bekommen. Ey, da hinten ist unser Hund. Ich sehe ihn. Okay, Minigolfplatz. Oben links. Und gewonnen! Jawoll, Alter. Das läuft ja wie am Schnürchen. Dann nochmal in der Mitte und unten links natürlich. Jawoll! So muss es sein. Da ist er, der Minigolfplatz. Unglaublich. Cool. So, das andere können wir uns leider nicht leisten. Aber wir sind jetzt erstmal fertig. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!